Leute, es ist wieder Zeit für eine LAN-Party. Sadele, ich bin heute um 13 Uhr aufgestanden, Ferien-Lifestyle. Und, was hat das zu bedeuten? Vielleicht habe ich den ganzen Tag damit verbracht, hier etwas zu tapezieren für ein neues Zimmer, wer weiß. Aber den restlichen Tag verbringen wir mit einer wunderschönen LAN-Party. Und die Lampe ist schon fresh, oder? Ja, gibt schon was. Manche Leute würden behaupten, es wäre 18.20 Uhr. Ich würde sagen, es ist Zeit, den ganzen Scheiß hier einzuräumen. Hallo. Wow, wer weiß, vielleicht braucht man diese Kamera ja auch noch. Okay, da passt ein bisschen was rein. Du brauchst das nicht mal einräumen. So, dann sollten wir alles zusammengepackt haben. Zum einen hier den Monitor, schönen guten Tag. Computer und Metrokiste mit viel zu vielen Dingen, vor denen ich jedes Mal Angst habe, dass sie kaputt gehen. Sag hallo. Hallo. Hallo, wie sind denn? Schöne Tür haben Sie da. Ich finde die wunderschön. Ja, mit Blümchen. So, das ist unsere LAN-Party-Location für heute. Hier ist bereits... Warum ist das Erste, was ich aufbaue, die Pedale? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Dann wäre es klug, da eine mit Überspannungsschutz hinzuhauen, weil die am meisten Strom saugen müssen und eins mit den meisten Steckern. Ich würde das tatsächlich auch machen. Ja, machen wir das so. Hier? Ich habe sogar zwei Erkläder. Wo ist das denn? Was machen wir? Rico, wir brauchen einfach 9 zu 16 oder so. Das ist der Chef. Ich könnte mal das Fenster aufmachen. Pass auf, hier gibt schon genug Spinnen, Alter. Oh, ich habe eine Hand. So, wir haben jetzt alles aufgebaut. Mein PC fährt gerade noch hoch. Und wie wir sehen, hier haben wir ein Lenkrad. Hier haben wir ein... Das war knapp. Hier haben wir ein Lenkrad und dort haben wir noch ein Lenkrad. Und das heißt, ich werde mir heute wohl Project Cars kaufen und dann fahren wir Rennen. Yeah. Ja, da geht auch jedes Gamer-Herz auf. Setup bomb. Wir befinden uns jetzt auf dem üblichen Lauf zum Rewe, aber halt nicht die übliche Route, weil wir sind gerade wo ganz anders, wo wir normalerweise nicht sind und das ist der nackte Wahnsinn. Hier haben wir die guten alten Energiegetränke. Dann gehen wir zum anderen. Ja. Jawohl. Den feinsten Reichswein, den gibt es sogar hier im Rewe. Wir sind jetzt in noch einem Rewe, weil es im ersten kein Rockstar gab. Da sehen wir wieder die Angeber, den Benchmark machen. Es ist kalt hier drin. Ich meine, Nee, es ist wirklich kalt hier drin. Es ist kalt, ich muss Benchmark machen. Ja, wenn du mal mit deinem Rechner anfangen würdest, Benchmarks zu machen. Ich meine, die dB von 250 Watt, das sind 100 mehr als die. Ich sitze die ganze Zeit vor dem PC, starte ihn 10.000 Mal neu. Und was ist der Fehler? HDMI-Kabel ist nicht drin. Okay. So, ich kaufe mir jetzt nochmal spontan Project Cars, damit wir das auch zusammen spielen können. Yeah. So, wir hatten gerade noch Internetprobleme, aber die scheinen jetzt behoben zu sein mit einem 16er ab. Dreier. Jawohl. Stabil. Gut, dann können wir vielleicht ja noch Livestreamen. So, wir haben jetzt einen Livestream eingerichtet. Wir sehen zwei Kameras. Sag hallo Rico, sag hallo Fliege. Hallo. Und hier bin auch ich zu sehen. Und wir haben tatsächlich auch einigermaßen den Sound geschissen bekommen. Das heißt, mit möglichst wenig Rückkopplung. Und das Internet sollte auch mitspielen. Das heißt, wir können echt einen fetten Livestream machen. Auf einer LAN-Party mit besserem Sound als letztes Mal. Vielleicht länger als eine Stunde. So, wir sind jetzt kurz davor, hier live zu streamen. Thumbnail ist schon gemacht. Fliege muss pissen. Das ist auch richtig. Einstellungen, und ich kann euch gerade mal zeigen, wie das eigentlich aussieht, wenn wir hier live streamen. Zum einen hier OBS mit verschiedenen Szenen. Die kann ich hier mit dem lieben Stream Deck, das ist lieb, das Stream Deck, ja, kontrollieren. Wenn ich hier beispielsweise drauf drücke,
Dann kommt die Szene, in der wir spielen. Oh, da muss ich noch was hinzufügen, fällt mir gerade ein. Oder hier zum Beispiel der Pausenscreen mit der wunderschönen Musik. So funktioniert das Ganze. Hier liegt mein Handy, damit ich noch den Chat beobachten kann und die Viewerzahl etwa. Ist ein bisschen unpraktisch, dass wir ja keinen zweiten Monitor haben. Aber sollte so auch klappen. Rico, sind Sie hyped? Nein. Doch, natürlich. Und ich möchte nochmal anmerken, wie fucking geil das mit den Camps gelöst ist. Hier ist eine. Und am gleichen Ballbildschirm einfach noch eine. Ah, das ist wunderschön. So, ich habe den Stream gestartet. Schönen guten Tag, Welt. Hallo. Guten Tag. Hallo, warte mal. Bevor wir hier losspielen, da gehe ich mal gerade auf YouTube und schaue mir den ganzen Hasen an. Passt auf, wir sind hier nicht nur am LAN. Kannst du streamen? Ja. Yeah. Kein Clickbait, OMG, aber als ob ich Clickbait machen würde. Wir sind nicht nur am LAN-Party streamen, sondern wir sind auch am LAN-Party-Vloggen. Und schönen guten Tag, ihr seid alle dabei. Hallo JojoLP, hallo Cybeer, hallo MNK Gamer, hallo This is VZ, und hallo FreezyLike. Du sollst annehmen. Und schau mal, die sind auch dabei. René, sie sollten annehmen. Was? Warum haben sie denn schon gestartet, sie Geisteskranke? Ich habe gesagt, dass ich starte. Das ist absolut verrückt. Sie haben noch 10 Sekunden. Einen Moment. Gott, das ist der Vorführeffekt. Da funktioniert mal der Sound im Stream, in der Aufnahme, aber dann jetzt hier nicht. Das ist natürlich klar. Wir sehen uns gleich wieder. Wir gehen kurz in eine kleine Pause. Und wenn wir das mit dem Sound gefixt haben, dann hören wir uns gleich wieder. Und so, goddammit. Redet mal bitte. Okay, warte, das können wir noch hin. Okay, warte, dann muss ich das wohl nochmal hier in Teamspeak einstellen. Stimmverzerrer ist drin, was? Und die zweite Face gemeint. So, was ist das denn hier? Oh, das ist das Frage. Okay, pass auf. Ich weiß. Wir kommen gleich wieder. Ich stopp den Stream kurz und dann, So, wir haben jetzt eine Weile gestreamt. Beziehungsweise habe ich ihn abgebrochen, weil wir sehr seltsame Soundprobleme hatten. Aber jetzt beheben wir das Ganze und streamen weiter. So, wir haben jetzt die 0:06 erreicht. Ich starte meinen PC neu und dann machen wir weiteren Streaming-Krams. Und der ist eine geheime Mission. Leute, ich habe es jetzt endlich wieder geschafft. Wir sind wieder streambereit. Und jetzt ist der Sound auch so, wie er sein soll. Und holy fuck, was habe ich getan? Zum einen hier, Mic Audio, ganz normal, okay, eingestellt auf Noise Gain und Rauschunterdrückung, dass man dass man die anderen nicht so gut hört. Dann haben wir hier Desktop Audio, eingestellt auf Voice Meter. Und Voice Meter wird dann von Teamspeak abgehört, so dass ich sie nicht über Teamspeak höre, aber die Zuschauer. Und dann eine externe Audioausgabequelle, die nur mein Headset abhört, so dass die Leute auch hören, was ich höre. Also dieser Sound von diesem verfickten Livestream geht über 3 Spuren und 2 Facecams. So, dann ey, wir warten gerade noch auf Fliege, der auf Toilette ist. Rico spielt in der Zeit eine Runde Dart 4, richtig? Und dann sind wir vorbereitet und können endlich beschwerdenlos hoffentlich Counter-Strike streamen. So, schönen guten Tag, wir haben heute Kameramann Rico am Start. Wir trinken ein Monster Rehab um. Wie lange haben wir? Ja, das ist jetzt so wie Need for Speed 2015. Genau. Genau. Wir sind coole Leute, genau, mit K-U-H-L, genau, und trinken Monster Energies. Das ist verrückt. So. Mit tollem Design. Wir haben 2:19 Uhr und der Chat ist hier richtig aktiv am Laufen. Wir haben 18 Zuschauer zurzeit. Es läuft einfach wunderschön. Wir sind immer noch am Livestream. Wir haben mittlerweile 3:00 Uhr nachts. Ja, der Livestream geht etwas länger als regulär. Hier ist nochmal der Chat. Es ist wunderschön. Wir haben gerade eine CSGO-Runde gespielt. Nur mit Abonnenten und Menschen, die wir kennen. Es war wunderschön und wir haben 3:00 Uhr nachts und 20 Viewer fast. Das ist der nackte Wahnsinn. 4,5 Minuten Nachrichten in der Minute. Man kommt schon teilweise mehr hinterher. Es ist der nackte Wahnsinn. Ich bin hocherfreut und Stream hat noch nie so verdammt viel Spaß gemacht. Timo fragt sich die ganze Zeit, was mache ich falsch? Ich töte nicht mal einen Keller. Boah, das war laut. René trinken Energy, dann geht's dir besser. So, wir haben jetzt 5:20 Uhr. Uns geht's allen, glaube ich, recht blendend gut, würde ich sagen. Ja, sie sind etwas beschäftigt. Wir haben hier gerade etwas konfiguriert, nämlich dieses wunderschöne Lenkrad mit diesen Pedalen hier und spielen jetzt Project Cars. Einschnitte folgen gleich. So, lass mich mal overtaken. Na?
Ne? Oh Gott. Das ist witzig. Hallo? Man ist immer ein bisschen sachte mit dem Gas. Oh Gott. Obwohl der hier extrem gut mit Gas umgeht. Mit dem kannst du mega. Also mit dem kannst du wirklich um die Ecken ballern, das ist echt unglaublich. Ja. Ich verstehe selbst auch nicht den Spaß an Euro Truck Simulator. Ich verstehe ihn auch nicht. Ja. Oh, das, okay, gut, okay. Einfach bremsen, du kannst nicht. Ja. Du bist als Anfänger nicht mehr so schlecht. Ja, wirklich. Vorsicht, abbremsen. Ui. Ich sag abbremsen und schaff die Kurve selbst. Ja. Nicht in die Wand. Man lenkt gerade sogar richtig rum. Wow, ich bin. Ups, fuck. Kein Schaden. So, wir spielen immer noch Project Cars. Mein Lenkrad, es bewegt sich. Es ist. Interessant. Es ist der nackte Wahnsinn. Wir haben 6.12 Uhr. Und dementsprechend ist auch die Zuschauerzahl auf 5 Zuschauern gerade. Eben war sie noch auf 3. Der Chat ist schön fleißig. Grüße an die netten Herren, die sich hier zu Wort melden. Und der Streamer geht fleißig weiter. Also der nackte Wahnsinn. Wir werden von da gefilmt. Hallo Rico. Okay. Wir haben etwas getan. Wir haben eine wundervolle Steam-Gruppe erstellt für die ganzen Kampfschäfchen hier. Und oh Mann. Ist halt sowas für die Abonnenten und die Leute, die gerne beim Stream zugucken und gerne mal mitspielen würden, denn hier werden Streams angekündigt und wenn ihr mal zwischendrin reinkommt, könnt ihr vielleicht mal mit uns zusammen zocken. Wir hatten eine sehr hohe Nachfrage im Stream. Im Stream. Wir hatten wirklich. Wir haben 10 Leute für, also insgesamt 7 Leute für Surf gesucht und ich glaube, die Lobby war. Und ich verkacke. Die war fast voll, wir hatten einen Bot drin und es war eine Deathmatch-Runde. Also es waren echt verdammt viele Leute und das hat echt viel Spaß gemacht. Wir konnten auch ein Matchmaking machen, komplett gegen Abonnenten. Das war echt cool. Und jetzt haben wir eine Steam-Gruppe, damit sind wir alle etwas mehr verknüpft und Dinge gehen einfacher. So, und da mir mittlerweile sehr viele Fragen bereits mehrmals gestellt werden, finde ich sinnvoll, wir sollten ein FAQ machen. Also haut eure Kommentare in die Kommentare. Ein geistreicher Satz. Ich bin müde, okay? Ja, wir haben 6.46 Uhr, ich darf scheiße labern. Haut eure Fragen, die ihr habt, in die Kommentare, ich werde sie alle beantworten. Alle. So, und wir haben 6.47 Uhr tatsächlich 3 Viewer. Na gut, zwei davon sind Fliege und Rico, die den Chat machen. Also ich hab jetzt gerade nicht offen. Also haben wir wahrscheinlich einen da eingepennt, ist dabei. Also ich werde nicht dazu gezählt, das heißt einer ist vielleicht am Pennen und einer ist die ganze Zeit fleißig im Chat, M-Games, sagt Hi zu YouTube. Ein Ehrenmann ist das. Ein Ehrenmann, er hat wirklich sehr lange hier zugeschaut, er tut es immer noch. Wir helfen ihm dabei, seinen Schlafrhythmus zu fixen, nennen wir es so. Gruß geht nochmal especially raus an dich, M-Game. Wir livestreamen jetzt ein Ründchen Rocket League. Chaosmäßig, die zwei spielen hier über Splitscreen. Also das geht echt super bei Rocket League. Ist gar nicht Splitscreen, weil es zwei Monitore sind, aber über einen PC. Ja. Und hier haben wir noch den VW Passat, den netten Herren, Mike, den wir vorhin schon gedankt haben. Okay, hier sehen wir den IT-Techniker. Was er definiert, ah, nice. Wie er jetzt diesen geilen Bildschirm übertakten wird. Wie viel hat meiner gemacht? 90, da hattest du aber irgendwelche Bildfehler. Ganz leicht aber nur. Wo ich nicht mal weiß, ob das dann wirklich an der Wiederholung, und dann 85 halt. Keine Ahnung, irgendwie 86, 87 oder sowas sind wahrscheinlich sogar noch dran. Okay, im Stream läuft gerade der Pausenmodus und ich muss sagen, ich mag den Pausenscreen. Das ist irgendwie cool. Das ist nice. Der Pausenscreen läuft, denn wir laufen jetzt zum Rewe. Wir sind hungrig. Rico, bist du hungrig? Rico ist hungrig. Und den Stream lassen wir hier am Leben. Seit fast 7 Stunden. Wir wollen den Leuten einfach nur zeigen, dass der Stream noch nicht vorbei ist. Geplant, 8:30 etwa sind wir wieder da, in etwa einer Stunde. Und in der Zeit lädt Fliege gerade noch Black Ops 3 runter, also beziehungsweise Black Ops 3 Updates. Und dann spielen wir ein paar Ründchen Zombies. Wir laufen wieder zum Rewe. Wir sind hungrig. Rico, bist du hungrig? Ja, bist du. Rico, bist du hungrig? Ja. Ich bin auch hungrig. Hier, ich feiere die Musik. Die Musik ist großartig.
wollte keinen Magic nennen, aber... Bullet, scheiß drauf. Okay, ja, schmeckt der Energy Drink, ein Liter. Genau. Du hast gerade etwas Seltsames im Rewe also passiert an der Kasse. Also da war gerade eine wundervolle alte Dame und sie meinte gerade zu uns an der Kasse, während wir wunderschön etwas zu trinken und etwas zu essen gekauft haben. Diesmal dass, irgendwie dass, Alkohol oder keine Ahnung was? Nicht, also nichts irgendwie Illegales oder... Also was heißt Illegales? Nicht, wir kaufen Illegales im Rewe, Len. Also irgendwie... was Verwerfliches oder so. Und dann meinte sie so, die Kirche kommt euch holen. Wir, die Kirche kommt euch holen. Gott wird euch bestrafen. Ja, cool, finde ich gut. Ich meine, wir haben uns ausnahmsweise mal sogar normal verhalten. Wir haben uns richtig nett verhalten. Wir sind weg, ja. Es passiert nichts. Leute schreiben hier noch. Weil ihr gerade am Essen seid, bin immer noch da. 420, 911, what's your emergency, okay? Und wir können einfach aus dem Bus schreiben, hey, sitzen gerade im Bus, wird 8.40 Uhr. Wie geil ist das denn? Wir sitzen im Bus und schreiben den Leuten im Livestream. Aber weißt du, was nicht so geil ist? Was denn? Schau dir diese verdammt dünne Rewe, das ist zu dünn. Das ist Schweinerei? Ja, ich habe dafür 1,50 bezahlt. Also jetzt müssen wir echt Shoutouts machen, schnell. Shoutouts zu Mike, ja, M-Games, der die ganze Zeit im Chat aktiv da war, die ganze Nacht und mit uns durchgemacht hat. Und das immer noch ist. Selina. Hat sich gerade schon die Kohlen angemacht, ja? Und Ellen. Ja. Eine Freundin von mir. Und alle anderen. Und alle anderen, die im Stream sind. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Und hören. Ihr seid Ehrenmänner. Danke. So, wir haben mittlerweile 10.04 Uhr. Und ich würde sagen, ich fühle mich schon ziemlich fertig. Wir spielen hier nach sehr langer Zeit mal wieder Minecraft Survival Games und machen ziemlichen Unfug. Wir spielen Team Survival Games mit eingeteilten Teams, aber wir waren alle in unterschiedlichen Teams und haben Unfug gemacht. Es ist wunderschön. Ja, ganz viel Spaß, Und wir schauen mal in den Chat. Die Zuschauerzahlen sind um die Uhrzeit nicht mehr zweistellig. Aber seit fast 9 Stunden sind wir live. Jawohl. So, wir haben jetzt 11.38 Uhr. Mittlerweile sind die Zuschauerzahlen auch wieder zweistellig. Die Leute sind allmählich aufgewacht. Und wir spielen jetzt ein Viewer-Game. Etwas außergewöhnlicher. 3 vs. 5. es wird der nackte Wahnsinn. Wir lassen die Schlechtesten gegen die Besten antreten. Mal schauen, was rauskommt. Das war die beste Nade meines Lebens. Das ist ja komisch. Braucht auch mal Zeit. Ja, wir haben jetzt unsere Down-Phase erreicht. Nach verzweifelten Counter-Strike-Spielen. 3 gegen 5. Sind wir jetzt bei Pally gelandet. Und 14 Leute schauen sich das an. Wie wir hier komplett tot vorne sitzen in unserer Down-Phase. Oh Mann. So, wir haben vorhin die 12-Stunden-Marke geknackt. Im Chat sind 17 Zuschauer und schauen sich an, wie wir am Abkratzen sind. Hier wird man schon gelobt, das Durchhaltevermögen, ja. René ist am Tiefpunkt seiner Down-Phase, aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, mir geht es schon etwas besser als vor 5 Minuten. Das ist schon mal eine gute Sache. Wir haben gerade darüber spekuliert, wie lange die Down-Party noch gehen sollte. Wir haben jetzt etwa 13 Uhr. Open-End? Man weiß es nicht. Wir sind im Fernsehen. Das ist großartig. Mir ist gerade das Headset runtergefallen. Es war echt böse. Und ich schaue so, okay, funktioniert wieder. Und ich wollte schauen, ob das Mic so funktioniert, wie es soll, ja. Also, mache ich kurz den Stream an. Und mache laut so ein richtig seltsames Geräusch. Leg das Headset wieder ab. Will mein Handy nehmen. Genau in dem Moment höre ich sowas. Erschreckt mich richtig. Und hab nicht gerafft, was es ist. Und dann war es einfach das, was ich gerade gemacht habe. Wir sind Genies. Wir sind jetzt gerade dabei, uns etwas zu bewegen, denn wir waren gerade in der Down-Phase und jetzt werden wir wach und laufen hier durch die Gegend bei dem wunderschönen Wetter. Die Vögel zwitschern. Und wir schauen gerade mal, was der Chat macht. Wir schauen, was der Chat macht. Nein, nicht dieses Spiel. Es handelt sich natürlich um den Pausenscreen.
Es ist einfach wunderschön. So, wir haben bald 16 Uhr und ich habe meinen PC neu gestartet, denn wir wollen hier zusammen Project Cars streamen. Weißt du, wie sich das anfühlt für mich? Allerdings habe ich Probleme mit dem Game. Das ist ein bisschen unpraktisch. Und deshalb haben wir es jetzt mal gewagt, das Ganze neu zu starten und ich habe so eine Angst, dass die OBS-Einstellungen nicht mehr so sind, wie sie waren. Weil, holy fuck, das war echt, oh Gott. OBS startet. Oh Gott, the struggle is real. Ah, beide Camps laufen. Das Hard über das Headset geht auch. Dann gehe ich mal auf den Teamspeak. Reden Sie mal. Hallo. Ja, das passt auch. Schauen geht auch die dritte Audioquelle. Ja, die geht auch. Perfekt. Goddammit, das hat alles geklappt. So, wir haben jetzt 16.48 Uhr. Und das ist die Uhrzeit, an der wir aufhören mit der LAN-Party und auch mit dem Livestream. Es war großartig. Es war großartig und das fanden auch die Zuschauer. Man sagt, es ist schade, dass es bereits zu Ende ist. Es hat mega Bock gemacht. Ja, wir bauen das Ganze jetzt ab. Ich verabschiede mich jetzt noch von den Leuten im Stream. Und verabschiede mich jetzt von den Leuten im Video. Tschüss.